Jürgen Oswald auf dem Weg zur Arbeit nach Stuttgart. 6.45 Uhr in der Früh, Hauptbahnhof Ebersbach. Kurz vor 7 soll der Go-Ahead-Zug fahren. Viele Fahrgäste kennen sich, sind frustriert über Zugverspätungen, volle Züge. Diesmal immerhin ist der Go-Ahead fast pünktlich. Chaotische Situationen allerdings letzte Woche. Es war dann letzten Donnerstag und da war der Zug, der erste Zug fiel aus, der nächste Zug war verkürzt. Das heißt, in Ebersbach war es schon so voll, dass niemand mehr oder viele nicht mehr mitfahren konnten. In Reichenbach konnte gar niemand mehr mitfahren und in Plochingen hat sich dann ein bisschen verbessert. Und sie kommen eigentlich aus dem Zug nicht raus, wenn eine Notsituation ist, weil wenn dann die Tür noch kaputt ist, keine Chance. Jürgen Oswald hat sich über die Zustände beschwert, hat an Verkehrsminister Herrmann geschrieben und auch an Go Ahead. Schließlich zahlt er fast 1.500 Euro für sein Jahresabo. Die schlimmsten Zustände auf der Strecke hat er selbst mit dem Handy dokumentiert. Sehr geehrte Fahrgäste, ich weiß, dass es sehr unangenehm ist, so eng miteinander wie in einer Sardellenbüchse zu sein. Mein Kollege und ich bitten um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeit, versuchen wir aber das Beste daraus zu machen. Oswald fühlt sich als Fahrgast inzwischen verschaukelt. Die ewigen Versprechen von Go Ahead, alles werde bald besser, glaubt er nicht mehr. Vertröstungen seien das, mehr nicht. Seinem Frust macht Oswald inzwischen mit galligem Humor Luft. Mit Photoshop hat er ein fiktives Spiel gebastelt. Es handelt von überfüllten Go Ahead-Zügen auf der Vilstalbahnstrecke. Go Ahead findet es auch lustig. Die haben mir eine Mail mal zurückgeschrieben. Interessanterweise, ich habe jetzt, glaube ich, schon 20, 25 Bestellungen für dieses Starter-Set von Modellbahnfreunden bekommen und habe jetzt auch ein Original-Set gebastelt. Und das bekommt der Verkehrsminister als Geschenk, wenn er dann am 5. Februar nach Uhingen zum Bürgerdialog kommt. Inzwischen schlägt der Vilstalbahn-Ärger sogar Wellen bis in die Rathäuser der Region. Guido Till, Göppinger Oberbürgermeister, schreibt vor ein paar Tagen einen Brandbrief an den Geschäftsführer von Go Ahead. Er macht sich Sorgen, dass seine Stadt vom öffentlichen Verkehr abgehängt wird. Die Bürger kommen zu mir und sagen, es ist nicht akzeptabel, wie es im Augenblick ist. Wir können keine Zeiten mehr in Stuttgart planen. Wenn wir morgens zur Bahn gehen, wissen wir nicht. Meine Frau arbeitet selber auch in Stuttgart. Sie weiß gar nicht, ob sie jetzt eigentlich ankommt und wann sie ankommt. Also da ist sogar die Terminierung unheimlich schwierig. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit nicht akzeptabel. Gerhard Schneidmann, Bahnexperte aus Tübingen, sagt, zumindest das Chaos mit den übervollen Zügen könne man relativ schnell abstellen. Go Ahead müsse dazu nur kurzfristig wieder die Doppelstockwagen der Bahn einsetzen. Der Doppelstockzug hat natürlich ein gigantisches Sitzplatzangebot. Und wenn er kommt, hat er mindestens 4 Wagen. Und damit schluckt er natürlich geschwind 800 Leute. Und das kann so ein Dreiteiler Elektrotriebwägele nicht. Wir bitten Go Ahead wegen der anhaltenden Kritik zum Interview vor unsere Kamera. Die Gesellschaft sieht sich dazu allerdings nicht imstande. Stattdessen die Antwort per Mail. Zitat: Generell ist die Vilstalstrecke extrem frequentiert und modernisierungsbedürftig. Wir arbeiten aber kontinuierlich in der Fahrzeugdisposition daran, den Fokus auf ausreichende Kapazitäten in den Stoßzeiten zu legen. Auch die Störungen an den Fahrzeugen beseitigen wir mit Hochdruck. Es ist ein deutlich positiver Trend erkennbar. Gestern Abend, 17.29 Uhr, Stuttgart Hauptbahnhof. Jürgen Oswald pendelt mit dem Go Ahead zurück nach Ebersbach. Der Zug wieder sehr voll. Sieht so der positive Trend aus? Fragt sich Oswald. Vermutlich werden jedenfalls bei solchen Bildern kaum mehr Pendler vom Auto auf die Bahn umsteigen.